Oratis hat das Samenkorn unterschätzt. Es zehrt an ihrer Macht und verlangsamt sie. Wir müssen sie einholen und das Samenkorn in Sicherheit bringen. Such Harmonie. Wo ist der Typ jetzt? Einfach da vorne, okay. Hoch, ne? Das war's schon. Da ist sie. Die haut ab, das war ja klar. Angsthase, echt. Das war sowas von klar. Kann ich die befreien? Bringt mir das was? Ach so. Ach, vielleicht sind aber auch Helfer drin. Das könnte natürlich auch sein. Oh, hier hat gerade einer auf dem Ring das erste Mal Xavius besiegt. Echt jetzt? Kommt ihr denn jetzt her? Das? Arkuswächter, mechanisch. Den klicken wir gleich mal an. Bewegungsunfähig ist jetzt recht wurscht. Hilft er mir? Ja, klar. Machen wir das. Nichts ab, echt schlimm. Der hilft aber ganz gut mit hier, ne? Sie darf die Saat nicht öffnen. Ja, und eh wieder ab. Ah, kommen die dann alle drei, wenn ich den jetzt angreife? Ja, mega. Ich hoffe, nur von rechts kommen keine Mini-Viecher. Komme ich an den vorbei? Hi, Enigma. Komme ich an den vorbei, ohne Akku zu ziehen? Sieht so aus. Cool. Da ist sie wieder. Hey, hier ist jetzt aber Finalkampf, oder? Gegen die Tante. Na gut, endlich. Das ist Blödsinn, den zu drücken, ne? Während ich den gleichzeitig drücke. Lieber schneller casten noch dazu. Jetzt reicht's aber. Das ist sehr geil. Bestes Spiel seit Jahren. Ja, du musst halt einfach ernsthaft spielen, dann. Oh, Jungs, Mädels. Du musst halt voll konzentriert sein die ganze Zeit, das ist halt klar. Seid schlimm dran. Ich habe kein Ziel.
Suche ein Ziel. Ja, da hat sich auch nicht viel dran geändert. Ich meine, das ist ja immer noch ein MMO. Es ist schon ein bisschen dynamischer geworden, die Quests sind besser geworden. Aber es ist halt immer noch WoW, ne? Was willst du machen? Klar sah das noch, sieht das noch aus wie bei Release. Aber wenn du jetzt mal wirklich ernsthaft anguckst, irgendwelche Videos von Vanilla WoW, wie das Ganze aufgebaut war, wie das Interface war, wie die Grafik war und so weiter, dann hat sich das schon sehr weiterentwickelt. Aber es ist halt ein altes Spiel, das ist richtig. So, Energie pulsiert um das uralte Samenkorn herum. Aber die Mechanik ist natürlich immer noch gleich. Das ist klar. Da haben die nichts dran geändert. Das Samenkorn erwacht. Wenn es keine Energie erhält, wird es schnell verdorren und aussterben. Wir müssen das Samenkorn hier rausbringen und irgendwo einpflanzen, um es sicher zu machen. Ich bin nicht stark genug, eine solche Bürde zu schultern, aber ihr strotzt vor lauter Kraft. Das kann ich kann es spüren. Bitte nehmt das Samenkorn. Machen Dadurch wir. Kommen wir hinaus. Wodurch? Na, wo ist der jetzt hingelaufen? Bin ich jetzt zu fett hier? Nee, ich passe durch. Einfach hier raus, oder was? Okay. Ich habe das Samenkorn auf meinem Kopf. Nicht mehr weit. Naja, nicht mehr weit, das heißt gleich kommen Gegner. Ich weiß, dass ihr die alten Teleporter restauriert habt. Dieser Signalgeber verbindet euch mit den Schalldorei. Ja, die hätten können natürlich mehr machen, aber ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Also wenn einem das Spiel gefällt... In diesen Hallen wurde einst Elun angebetet. Dann ist das, das Spiel ist halt so, ne? Und fertig. Jetzt ist es dort wohl nicht mehr so gastlich. Haltet still, ich hole euch da raus. Schon hat sich trotzdem sehr weiterentwickelt, gerade was der Detailreichtum angeht. Hat sich sehr stark geändert. Früher, wenn du dir Durota anguckst oder so, es waren einfach ein paar braune Hier, Hügel. Wo sie von der Leylinie trinken kann. So, das Samenkorn passt perfekt auf den Sockel und lässt sich mit einem deutlichen Einrastgeräusch versenken. 800 Artefakt macht. Sauber. Oder so Videosequenzen, so gab's früher nicht. Ganz vergessen. Das ist ein Arkandor, ein Geschenk der alten Magier. Dieser Baum nährt sich von Leylinien. Er spendet Leben oder Vernichtung. Jetzt teilen wir die Bürde der Verantwortung für den Arkandor. Wir sind die Meister des Arkanen, Nachtelf. Ein Baum ist kein Problem. So arrogant. Bald werdet ihr verstehen. Unter dem Arkandor erfahrt ihr Erneuerung. Das ist jetzt der einzige Weg. Okay. So. Schwer ist unsere Bürde. Talisra hat eine weise Entscheidung getroffen, euch auf die Suche nach dem Arkandor zu schicken. Aber sie unterschätzt seine Macht. Sie wird es noch lernen, wie so viele andere. Aber dazu braucht es Zeit. Und da der Hunger der Seelen der Nachtsüchtigen aufzuzehren droht, brauchen sie dringend eure Hilfe, um zu überleben. Verfolgt euer Ziel. Der Arkandor braucht Zeit. Erreicht einen wohlwollenden Ruf bei den Nachtsüchtigen. Okay. Lebt wohl. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Zumindest nicht jetzt. Aber da drüben gibt es noch eine Quest, habe ich gerade gesehen. Guck mal, der hat noch was hier. Die Nachtsüchtigen freundlich wohlwollend. Okay. Eure Freundlichkeit hat mich inspiriert. Ich dachte, ich werde auf ewig zwischen den leeren Hüllen der Verdorrten herumwandeln, aber dann lud mich Talisra ein. Ich habe beschlossen, hier bei meinem Volk zu bleiben und gemeinsam werden wir Suramar zurückerobern. Im Moment habe ich nur eine Bitte. Gebt meiner Frau diesen Brief. Neben anderen Dingen soll sie wissen, dass ich noch lebe.
Gebt auch ihr die Hoffnung, die ihr mir gabt. Das machen wir. Wir haben ja sonst nichts zu tun, weil das hier kannst du erstmal ausblenden. Ups, falsch. Karte. Zurück, alle Quests. Hier, überbringt den Brief. Das hier. Und das kann ich ausblenden. Ausblenden. So, zack. Gut, dann haben wir das. Und wo müssen wir da hin? Ah, direkt hier unten hin. Hier ist noch ein Gebiet, da war ich noch gar nicht, ne? Propodigicht. So. Der wird wahrscheinlich Isaac spielen, der ist jetzt fasziniert. Deswegen antwortet er dir nicht. Wo sind die? Sind die hier? Waren die nicht hier? Ne, dann sind sie ganz da drüben. Ach, kacke. Teleporters. Da sind sie, ja. Ich glaube, du brauchst die Nachtsüchtigen auf wohlwollend, um Weltquests, abgesandten Quests zu machen. Ja. Okay. Da gibt es jeden Tag eine Kiste. Okay. Ja, ich werde das auf jeden Fall machen, aber jetzt noch nicht erstmal halt storytechnisch fertig werden. Zumindest so weit fertig, wie ich es machen kann, ohne Ruf zu farmen. Na, das ist halt wichtig. Ne, ins Anwesen. So, hier in die Ruinen. Und dann darunter. Ja, Isaac ist bombig. Das ist so simpel, aber so einfach super. Das ist so durchdacht. Das ergibt alles Sinn. Weltklasse. Ist halt ein Arcade-Game, ne? Ein Tryhard-Game. Nicht so wie das hier. Ich meine, das hier ist auch Tryhard, aber nicht so wie ich das spiele momentan. Ich muss zu dem seiner Frau. Ach, ich kann mich ja wieder verwandeln, ne? Guck mal, wie süß. Da ist sie. Kann ich helfen? Noressa schaut euch misstrauisch an. Dann gebt mir der nochmal den Brief. Ach, ich wollte ja mal hier noch das hier nutzen. Ich habe noch ein episches bekommen, oder? War das nicht episch mit 800 Artefakt macht? Hier ist noch eins mit 100. Hier. 800 Artefakte macht. Boah, das ist gar nicht mehr so viel jetzt hier auf der Stufe schon. Absalon lebt. Kleiner Guckwein. 50 alles Mana, ja, okay. Lebt wohl. Ach, das war's. Ja, um Eve freizuschalten, glaube ich, braucht man irgendwie, ne, zwei oder drei Ebenen, ohne getroffen zu werden, um die Charaktere freizuschalten. Klar, da würde ich aber gar nicht danach machen. Irgendwann schaffst du das automatisch und dann ist der Charakter freigeschaltet. So, jetzt pass mal auf. Dann haben wir ja hier wirklich, das ist ja krass. So, ich muss jetzt erstmal hier in Sicherheit, bevor mich hier einer entdeckt. Das ist ja krass. Das heißt, wir haben jetzt Singleplayer-Quest-technisch fast alles abgeschlossen, ne? Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch machen kann. Die blonde Maggie ist aber auch ätzend. Die ist halt auch das Nervcharakter. Die hat so viel... Bei der kriege ich auch immer nur HP-Upgrades bei den Bossen und so.
So, jetzt pass mal ganz kurz auf. Also, Dalaran haben wir. Das müssen wir noch machen. Reitet mit dem Khadgars Greif nach Suramar. Schlagt die Invasion der violetten Festung zurück. Das ist Dungeon. Also das lege ich mir mal rein hier. Das mache ich wahrscheinlich als nächstes. Azura ist hier. Infiltriert die Schiffbruch-Arena. Das müssen wir noch machen. So. Das haben wir. Der Hochberg. Ne, die Attacke ist immer gleich. Außer Azazel. Azazel hat so einen Mini-Brimstone, so einen kleinen Laserstrahl nach vorne. Ansonsten immer gleich, nur eben der Shot-Speed, also wie schnell die Kugeln fliegen, ist immer unterschiedlich. Und wie viel Damage die Kugeln machen, ist von Anfang an unterschiedlich. So, Hochberg, das haben wir auch noch. So, jetzt machen wir aber erstmal. Ich mach die ja nochmal weg hier. Die hier. Ah, muss ich so machen, ne? Machen wir erst das hier nochmal. Ich muss jetzt mit Khadgars Greif nach Suramar fliegen. Ja gut, dann porten wir uns nochmal nach Dalaran. So ein paar kleinere Sachen nochmal zu machen. Und es gibt auch noch die Hemming Messingberry Quest. Die muss ich auch noch machen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Khadgar und Suramar ist. Ob das noch eine größere Questreihe ist. Weil die habe ich recht früh im Game bekommen schon. Muss ich mal gucken. Warum kann ich da nicht hoch? Hallo? Hallo? Das ist doch der Dingsturm, oder? Warum darf ich da nicht hoch? Hier komme ich hoch. Super. Violette Festung ist noch eine Inni. Spezieller Dungeon. Hä, die violette Festung ist gar keine Inni. Ach, Sturm auf die violette Festung. Okay, die kann man auch machen. Aber jetzt muss ich erstmal mit dem Kreis. Da ist noch eine Quest. Was ist das für eine Quest? Ja, okay. Wir machen eins nach dem anderen. Erstmal das hier jetzt. Jetzt gehe ich erstmal hier rein noch. Und werde mal noch meine Artefaktwaffe auf. Das müsste ja auch noch ein, zwei Stufen. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder. Und hier können wir auch mal gucken, ob ich die Gefährten noch losschicken kann. Geschlossene Mission. 95% Chance. Ich habe auch noch gar keine Begleiter. Ich weiß auch nicht, wie man die freispielt. Ob man die hier drüber freispielen muss. Ah, das wird jetzt gut. Ich folge eurem Ruf. So, Mission starten. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch hier erstmal was machen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Nicht vergessen. Ups. Möge das Licht euch umarmen. Finde verlorene Klinge des Windsuchers. Gute Gesundheit. Ja, das muss ich auch noch machen. Langes Leben. Was ist das hier? Schließmittel? Okay. Nichts für uns. Irgendwas mit mystisch. So, jetzt leveln wir mal ganz kurz die Artefaktwaffe. Das sollte ja recht fix gehen hier. 5000. Ich muss hier rum, ne? Ich muss aber erstmal das hier voll machen. Boah, da geht's noch einiges. Kann ich direkt hier rüber und hier runter? Vulkaninferno. Es besteht eine Chance, dass Lava-Eruptionen einen feuerspeienden Riss unter eurem Ziel aufbrechen lässt und allen Gegnern innerhalb von 3 Metern Schaden zufügt. Und das hier macht es mal schon. Wenn die Lava-Eruption wirkt, besteht eine Chance, dass ihr die Faustung Radenn überladet, wodurch eure nächsten 3 Einsätze ein zusätzliches Elementar überladet. Alter, das ist ja auch fett. Und das hier? Explosive Lava. Erhöht die kritischen Schaden von Lava-Eruptionen. Ich könnte... Ne, ich gehe jetzt hier hinten rum. Und viel. Oh, das kostet 6840 Artefakt macht jetzt. Krass. Okay. Das haben wir. Dann wieder zurück nach Dalaran.
bin ich wieder unten, ne? An diesem Eingang von dem Fliegeturm da. Ah, jetzt bin ich wo ganz anders. Also, ne, ich bin wieder da oben. Okay, alles klar. So, und das hier. Er reitet auf Khadgars Greif nach Suramar. Wie darf ich helfen? Ich bin bereit, nach Suramar zu reisen. Vorsichtig. Okay.